Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrtes Präsidium, ja, liebe Parteifreunde, mein Name ist Martin Schiller, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet. Meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder, 14 und 16 Jahre alt sind die beiden. Und mein Engagement in der AfD ist auch sicherlich der Tatsache geschuldet, dass ich mir große Sorgen, und ich glaube auch berechtigte Sorgen, um die Zukunft meiner Kinder habe. Aber nein, ich bin Mitglied der AfD seit April 2013. Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern des Kreisverbandes Münster. 2014 war ich Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl und sitze jetzt für die Alternative für Deutschland im Rat der Stadt Münster als Ratsherr. Beruflich sieht das so aus, dass ich seit dem Jahr 2004 ein Unternehmen habe, einen Produktionsbetrieb in der Textilbranche, also auch wichtiges Handwerk, wo wir Logos und Designs als Stickerei oder Druck auf Textilien umsetzen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier heute vor Ihnen stehe. Nein, keine Sorge, nicht um mein Unternehmen zu bewerben, nein, um mich zu bewerben für den Bundestag, um mich dann dort in Berlin für Unternehmer, für die Selbstständigen, für den Mittelstand mich einzusetzen. Denn der Mittelstand, der einst dieses Land so reich, so vielseitig, so robust gemacht hat, der wird aufgerieben. Er wird aufgerieben unter anderem von links indoktrinierten Tagträumern, die einen sogenannten sozialen Staat möchten. Dabei fließt jetzt schon fast die Hälfte des gesamten Haushalts in den Bereich Soziales und die Tendenz ist steigend. Und diese gewaltige, sich immer weiter aufblähende Umverteilungspolitik wird finanziert durch immer mehr höhere Steuern, bis irgendwann der letzte Leistungsträger abwinkt, bis wir irgendwann eine Gesellschaft haben der Gleichmacherei, wo das Verhältnis von Lohn und Leistung einfach nicht mehr stimmt. So sind zum Beispiel die Eigenschaften wie Pioniergeist, Leistungsbereitschaft, Risikobereitschaft immer weniger ausgeprägt. Das sind die Eigenschaften, die man braucht, um ein Unternehmen zu gründen. So kommt es, dass die Zahl der Selbstständigen immer weiter sinkt, während der Beamtenapparat und der öffentliche Sektor immer weiter anstrengt. Und wir von der AfD, wir sind es ja, die sagen, jetzt muss endlich mal Schluss sein mit diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für linientreue Systemdiener. Wir sind es, die sagen, Schluss mit diesen ganzen Gender-, Klima-, Flüchtlings-, Umwelt-, Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten. Denen sagen wir, haut ab, sucht euch eine anständige Arbeit. Kapitalföderalistischen, multiglobalen Großkonzernen. Das sind übrigens die Konzerne, die ein Martin Schulz noch bloß vor kurzem in Brüssel hofiert hat. Ja, jetzt spielt er den Anwalt des kleinen Mannes. Das sind die Konzerne, die ihre Gewinne in irgendwelchen Oasen versteuern. Das sind die Konzerne, die den Politfunktionären in Berlin und Brüssel ihre eigenen Gesetze diktieren, um sich selbst Marktvorteile zu verschaffen. Das sind die Konzerne, bekommen, die spielen Städte gegeneinander aus. Jetzt sagen Sie mal, einem mittelständischen Betrieb mit derartigen Privilegien, Chancengleichheit für Marktteilnehmer, das sieht anders aus. Und für diese Chancengleichheit möchte ich gerne einsetzen. Denn die etablierten Parteien haben am Mittelstand nur ein Interesse, das Aufbürden weiterer Steuerlasten. Und deswegen haben wir das Problem der Betriebsverlagerung, der Steuererziehung, der Steuerflucht, der prekären Beschäftigungsverhältnisse und auch der Rente. Ich sag's nochmal, lasst uns den Mittelstand stärken, denn der hat zurzeit keine Lobby in Berlin. Kurz was Biografisches. Ich habe von 1994 bis 2004 habe ich 10 Jahre in Mexiko gelebt. Ich war dort für Fachtextilmaschinenanlagenbau tätig als Verkaufsleiter und mein Verkaufsgebiet erstreckte sich von Süden der USA bis runter nach Honduras und viel gereist, habe viel gesehen. Und gerade mit dieser Erfahrung ist es für mich widerlich, mit ansehen zu müssen, wie wir in diesem Land eine Zuwanderung zulassen, die dieses Volk nicht schützt, sondern es regelrecht ausliefert. Eine über Jahrhunderte langsam gewachsene, über mehrere Generationen gewachsene Wertegemeinschaft wie unsere wird hier in nur wenigen, man muss fast sagen Monaten, komplett zerstört. Und so sind wir. Also sind wir dabei, unser Deutschland, jedenfalls so wie wir es kennen, zu verlieren.
Und es ist unsere Aufgabe als AfD, gegen diesen zerstörerischen Zeitgeist anzugehen und dieses einzigartige und liebenswerte schöne Land so bewahren und so an unsere Kinder weitergeben, wie wir es einst erhalten haben oder vielleicht auch besser. Zum Schluss noch ein kleines Geständnis. Ja, ich war schon mal einige Monate inhaftiert in politischer Haft in der DDR, damals stand die Mauer noch, weil ich es gewagt habe, den Segnungen des Sozialismus durch Flucht nicht zu entziehen. Dieser Versuch scheiterte leider an der Grenze und ich habe mir mal was mitgebracht. Das hier ist meine Stasi-Akte. Die habe ich nach 15 Jahren Wartezeit endlich mal bekommen. Ich zitiere mal aus dieser Akte aus Punkt 6 Angaben zum Verurteilten. Schiller gibt sich weiter rückwärts gewandt. Er ist verblendet und beharrt sehr hartnäckig auf seinem Willen. Außerdem kündigt er weitere ungesetzliche Schritte gegen die deutsch-demokratische Republik an. Liebe Freunde, das mit der DDR hat sich gut erledigt. Aber den harten Weg, den habe ich immer noch. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken würden für den Bundestag. Mein Name ist Martin Schiller, ich bin während der Stasi-Akte und ich versuche immer einen freundlichen Ton zu haben, auch gegenüber dem politischen Wettbewerber. Aber ich bin, wie Sie gehört haben, hartnäckig bei der Sache. Auf Wiedersehen, auf den. Dankeschön. Es besteht die Gelegenheit, 5 Fragen zu stellen. Der erste Fragesteller, bitte. Herr Ruhe. Ja, Herr Schiller, ich gratuliere Ihnen zu dieser Stasi-Akte. Nicht jeder hat so Dinge aus SDG-Hand, aber das steht fest. Mich würde von Ihnen interessieren, es gibt immer wieder Forderungen, diese Akten jetzt zu schließen, sie zu archivieren, sie wegzulegen, die Öffentlichkeit nicht mehr zuzulassen. Wie stehen Sie zu diesen Forderungen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auf diese Frage habe ich eine ganz kurze Antwort. Natürlich gibt es gar keinen Grund, diese Akten zu schließen, zumal ja auch diese Bearbeitungsdauer sehr lange gedauert hat. Also nein, die sollten weiter öffentlich sein und auch für jeden einsehbar. Oder? Becker, Köln, Herr Schiller, Sie sagten, Sie sind Unternehmer. Wie wollen Sie diesen Spagat hinkriegen zwischen einem wirklich sehr anspruchsvollen Bundestagsmandat, sehr viel Zeit und dem Erhalt Ihrer Firma und hoffentlich nach Perspektive auch immer zurückkehren zu können, damit Sie nicht Berufspolitiker werden müssen? Ja, die Frage trifft ins Herz, denn natürlich habe ich diese Firma zusammen mit meiner Frau vor 14 Jahren gegründet und es fällt natürlich schwer, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Aber ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, weiterhin schön auf Steuern zu zahlen und die zu mästen und zu nähren, die mich belügen und betrügen. Oder ich nutze dieses historische Zeitfenster, was ich hier habe, und gehe diesen Weg. Letztendlich bin auch ich in meiner Firma ersetzbar und meine Frau, die an dieser Firma mitarbeitet, wird den Laden schon ganz gut handeln, auch ohne meine Anwesenheit. Lieber Martin Schiller, wir kennen uns sehr gut. Ich habe eine Frage. Welches historische Datum befinden wir uns in diesen Jahren? Wie willst du das in unserer Partei umsetzen? Ich glaube, du beziehst dich auf Martin Luther, so wie ich dich kenne. Ich habe schon ein paar Mal diese Frage gehört. Also wenn du mich fragst, erstmal vielleicht so, Martin Luther wäre, wenn er heute leben würde, vielleicht Sprecher des Kreisverbandes Bieber. Was damals der Ablasshandel war, ist heute der Eurogott. Damals hieß es, wenn du gegen den Ablass oder keinen Ablassdienst leistest, dann kommst du in die Hölle, ganz schlimm. Und heute heißt es, wenn du gegen den Euro bist, dann bist du für den Krieg und gegen Europa. Und ich glaube, jeder war ein Reformator, ich glaube, wir sind es auch. Und, ich sitze ja für die Alternative für Deutschland in der Rat der Stadt Münster und ich sage es ganz ehrlich, ich habe im Rat der Stadt
Kloster noch keinen einzigen Antrag eingebracht. Es hängt einfach damit zusammen, dass man als Einzelratsmitglied diese Anträge so gut wie sinnlos sind. Sie werden noch nicht mehr im Ratestand besprochen. Ich habe da einen Trick für mich erarbeitet, und zwar nach § 24 der Gemeindeordnung, und zwar die Bürgeranfrage. Ich schnappe irgendeinen von uns von der AfD und sage, komm, zum Anfang der Ratssitzung stellst du eine Frage, und dann werden wir das ganze Ding mal zum Thema bringen. Wie zum Beispiel das Thema Gewalt gegen Gastronomen, wenn eine AfD-Veranstaltung ansteht. Und dann wird dieses Thema sozusagen behandelt im Rat und findet auch die Debatte. Was ein Antrag als Einzelratsmitglied leider nicht findet. So, die letzte Frage. Grüße euch, mein Name, Kreisverband Mettmann. Herr Schiller, ich möchte nochmal auf den Euro-Gott zu sprechen kommen. Der Euro geht ja einher mit dem riesengroßen Target, zwei Seiten, die jetzt 800 Milliarden erreicht oder überschritten haben. Wie kann man dieses Problem lösen? Dann kommt es ja auf diese Hartnäckigkeit an, die Sie vorhin angesprochen haben, am Ende der Hörrede, aber ist das ein Schicksal, dass wir das hinnehmen müssen, oder geht das auch sehr lange Zeit abzuwarten, oder wie ist da die Lösung? Ja, vielen Dank. Also wenn ich jetzt hier 800 Milliarden Euro in der Tasche hätte, dann würde ich Deutschland aus dieser Schuld befreien, aber ich habe sie auch nicht. Ich glaube, diese Target-2-Seiten hängen wie ein Damoklesschwert über der Bundesbank und eigentlich über dem Steuerzahler. Das Problem, was wir als AfD haben oder generell, ist es, diese riesige Gefahr zu den Bürgern zu transportieren. Um ein Problem zu lösen, muss man es erstmal erkennen. Und wenn Sie mit den Leuten reden am Infostand, die wissen gar nicht, was Target-2-Seiten sind. Und ich glaube, da ist die erste große Aufgabe der AfD, zu sagen, komm, wir müssen da nochmal darauf hinweisen, was sind diese Target-2-Seiten, wie gefährlich sind die. Ich weiß, das ist ein Thema, was ich mal eben so schnell erklärt ist, aber erstmal, um das Problem zu lösen, muss man es erstmal erklären und erkennen. Und viele unserer Mitbürger in Deutschland haben das Problem leider noch nicht erkannt. Abgegebene Stimmen gesamt waren 259. Davon waren ungültig 2. Nein gegen alle waren ebenfalls 2. So dass wir 259 minus 2 ist 257 durch 2 und nach oben aufgerundet wissen, das Quorum ist 129 Stimmen in diesem Wahlgang. Es haben erreicht. Herr Herbert Buschmann, eine Stimme. Herr Alexander Popov, eine Stimme. Herr Klaus Heger, 7 Stimmen. Herr Alexander Kraus, ebenfalls 7 Stimmen. Und Herr Wolf Werner, auch 7 Stimmen. Herr Pierre Jung, 10 Stimmen. Herr Helmut Birke, 15 Stimmen. Herr Stefan Klaas, ebenfalls 15 Stimmen. Frau Buhmann-Quast, 18 Stimmen. Frau Jessica Marlisch, 33 Stimmen. Und Herr Martin Schiller, 141 Stimmen. Ich stelle die obligatorische Frage.